Nachdem wir letzte Folge hier stehen geblieben sind, guck mal, das fette Ding da hinten, das kommt komplett weg. Das muss komplett dem Erdboden gleich gemacht werden. Dieser ganze Bereich hier, das alles hier, was ihr hier seht, muss komplett weg. Das muss komplett runtergefahren werden. Geht es heute weiter? Und um diesen Berg überhaupt wegzubekommen, mussten wir erstmal ein paar Vorbereitungen treffen. Denn, holy shit, hat mal jemand von euch 500.000 Blöcke und so einen Berg abgebaut? Es war eine kranke Zeit für mich. Auf jeden Fall ging es erstmal los. Wir brauchten genügend Werkzeug, bedeutet, wir mussten Schaufeln, Enchanten und noch ein paar Pickaxes. Außerdem, um nicht alle 2 Stunden die Pickaxes reparieren zu müssen, habe ich ein bisschen Netherwhite gefarmt, um mir ein paar Netherwhite Pickaxes zu machen. Denn diese Menge, die wir dort an Blöcken abgebaut haben, habe ich noch nie im Projekt abgebaut. Und ich glaube auch, das wird vom Fortschritt her hier heute die krankeste Folge, die ihr jemals gesehen habt. Ich bin unfassbar hyped. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Die Zeit, die da reingeflossen ist, kann ich überhaupt nicht in einem Video rüberbringen. Ich würde mich über ein Like sehr freuen. Wirklich mehr als sehr. Alter, mein Herz explodiert immer bei eurem Feedback. Und ich würde sagen, viel Spaß mit der Timelapse. Es ist ganz krank geworden. So, Leute, ich habe gerade einen kleinen Struggle, einen kleinen sehr großen Struggle. Ich habe jetzt, glaube 4 Tage lang ausgehoben. Ihr habt ja in den Timelapses wahrscheinlich zusammengeschnitten gesehen. Der Berg ist weg. Ich bin so ein Suchti, es ist so dumm eigentlich. Aber wie man hier sieht, der Berg hier ist weg. Ich überlege noch, ob ich parallel dann irgendwann mit der Zeit diesen Berg hier weghebe, weil irgendwie ist der so ein richtiges Dorn in meinem Auge, ich weiß nicht. Trotzdem ist nicht zu vergessen, dass dieser gesamte Bereich bis hier, guck mal hier, bis hier, dass dieser fette Berg hier, dieser komplette Klotz, das alles hier, was ihr da hinter mir seht, dieser komplette Berg, muss runter auf exakt die Höhe hier. Ja. Das wird ein riesiger Spaß. Wir haben ordentlich Stuff rausgeholt. Die Kisten sind noch lange nicht voll. Ich glaube, ja, hier oben ist alles noch leer im Prinzip. Aber wir haben schon ordentlich was an Doppelkisten voll bekommen. Und ich bin jetzt gerade am Struggeln, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich im Prinzip die Grundebene, da wo das Gebäude später draufsteht, unser fettes Haus, ob wir das hier auf Höhe 80 packen oder ob wir das 4 Blöcke höher packen. 4 Blöcke höher wäre dann halt so. Ich weiß nicht, machen die 4 Blöcke irgendwie was aus, weil das Haus wird ja riesig. Lol. Und das ist insgesamt, ich glaube, 90 Blöcke hoch von der Höhe her. Und ist es jetzt ein Unterschied, ob ich es auf der Höhe baue oder ob ich es jetzt auf der Höhe baue? Irgendwie erscheint mir 80 einfach als besser, nur irgendwie auch nicht, weil, keine Ahnung, das ist so eine riesige Entscheidung, die ich jetzt fälle. Weil 4 Blöcke Unterschied ist schon irgendwie was Großes und vielleicht ist es später entscheidend, die 4 Blöcke oder so. Keine Ahnung, kann ja passieren. Ich glaube aber an sich wäre Höhe 82 am angebrachtesten. Weil irgendwie das ist mir ein Stück zu hoch. Die Höhe hier ist mir ein Stück zu tief. Ich glaube 82 würde genau passen, wie es will. Der Berg da kommt, wird komplett abgetragen. Ich bin absolut verrückt. Ich habe ungelogen, wie gesagt, 4 Tage hier bestimmt dran gesessen. Meine Picken waren einmal komplett im Arsch. Die habe ich schon einmal komplett repariert. Jetzt sind, glaube ich, wieder eine Schalkerkiste mit Picken am Arsch. Wartet. Ja, es ist... Ja. Eine Schalke Chest am Arsch und jetzt habe ich noch die hier. Ich mache jetzt die Entscheidung hier fest. Ich werde Höhe 82 nehmen, werde jetzt noch 2 Blöcke tiefer gehen, werde danach anfangen, hier alles mit Gras over zu schichten und dann geht es hier an die nächsten Berge, die abgehoben werden, ausgehoben werden, ach, scheiß drauf, ich weiß es auch nicht. Perfekt. Ich mache das, Jungs, gar kein Ding.
So Leute, ich bin jetzt hier gerade kurz bei der Wither Skeletten Farm, um einmal die ganzen Pickaxes zu reparieren. Wir haben ja hier eine ganze Menge, was repariert werden muss. Hier stehe ich jetzt ein bisschen AFK und dann nehme ich mir direkt nämlich ein paar, wie heißen die denn, Wither Skelett Schädel mit. Ich glaube hier eine Shulker Chest, weil das kann ich jetzt gleich machen eigentlich. Denn ich will dann im Prinzip ganz viele Wither töten. Das mache ich aber diesmal in einer Trap im End, das zeige ich euch dann aber. Um im Prinzip noch mehr Beacons zu bekommen, weil wir brauchen eine ganze Menge Beacons für diese riesen Fläche, die wir da bebauen wollen. Und ja, so ist jetzt bisher der Plan. Ich muss jetzt hier erstmal, das dauert bestimmt wieder eine halbe Stunde, bis alles repariert ist. Aber ich habe ja die Zeit. Ich habe jetzt alles repariert hier. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Zack. Hier, wir haben jetzt alles repariert. Das ist wirklich alles am Picken. What the fuck, das war auch wieder viel zu lange. Und jetzt farme ich hier gerade noch ein bisschen Soul Sand für die Wither Skelettschädel. Ich habe einfach eine Doppelkiste Wither Skelettschädel mitgenommen. Die werde ich natürlich nicht alle benutzen. Aber ich denke mal, den Stack Beacons oder so will ich schon jetzt farmen, damit ich erstmal ausreichend habe für die gesamte Fläche. Wir brauchen auch circa einen Stack Beacons für diese gesamte Riesenfläche, die ich davor habe, auszuheben und gerade zu machen und all die Scheiße. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im End wieder, wenn ich anfange, die Wither zu töten. Genau. So Leute, dann habe ich noch ein bisschen Obsidian geholt, denn ihr müsst euch vorstellen, wir müssen unter das Endportal und dort müssen wir so eine Obsidian-Fläche bauen und da kommt dann der Wither drauf, der gespawnt wird. Das zeige ich auch nochmal und habe hier gleich nochmal eine Erklärung zugemacht, denn man sieht echt selten einen Wither so hilflos. Und wenn wir den Stack zusammen haben, den wir brauchen, an Beacons, dann setze ich erstmal alle Beacons verteilt auf die Fläche, ordentlich verteilt, dass auch jeder Block abgedeckt ist, perfekt. Und dann kümmern wir uns um die weiteren Ausbauten der Begradigung. Also wir müssen da noch so viel bauen. Das muss ja komplett begradigt werden. Danach müssen wir den Boden noch einmal neu bauen und dann kommt das Haus eigentlich drauf. Und dann müssen wir uns auch um die Inneneinrichtung vom Haus kümmern. Ganz viele Schritte, aber dafür wird das am Ende, also das Haus, das wird wild. Leute, das wird ganz wild. Ja, aber ich kümmere mich erstmal drum und fahre mal einen halben Stack Obsidian oder so und dann sehen wir uns gleich im End wieder. So Leute, die Frage ist halt, ob das wirklich so funktioniert. Ich habe es in einer anderen Welt schon ausgetestet und da hat es super funktioniert, die Taktik. Problem ist, ich habe ein bisschen Angst, dass mir hier der Wither gleich abhaut. Der Wither dann dort hinten zu unserer wunderschönen Eisenfarm, wo so viel Arbeit hintersteckt, dass er dann einfach hinfliegt und einfach mal die komplette Farm zerstört. Ey, das wird... ich weiß gar nicht, wie ich dann reagieren soll, um ehrlich zu sein. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich meine, no risk, no fun, ne? Ich hoffe, dass ich dann den Wither vielleicht selber ablenken kann oder so, dass er da hinten nicht hinfliegt, wenn ich auf den raufhaue oder so. Wenn ich jetzt nichts Falsches mache, aber theoretisch müssten wir hier, hier und so. Facing nach East, das machen wir. Das hier ist alles, falsch. Alter, hätte ich den jetzt gespawnt und da wären wir aber richtig am Arsch gewesen. So, nochmal, Facing East. So, ich hoffe jetzt einfach mal, also, ich wüsste nicht, wie ich reagieren soll, wenn das hier nicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle, lul. Ich überlege, ob ich ein World Save erstelle, dass wenn er hier rauspackt, ich einfach die Welt lösche und ich einfach den Save dann weiter benutze. Ich habe echt keine Lust, dass er rauspackt. Wenn der rauspackt, bin ich so am Arsch, dass... Das wäre katastrophal. Das wäre so katastrophal. Das wird das komplette Projekt zerstören einfach. Wir versuchen es jetzt einfach so. Nochmal. Facing East. Es ist so. Es steht exakt hier. Da ist kein Bedrock mehr. Zack, zack, zack. Ah! Oh mein Gott, wir sind so am Arsch, wenn der da rausfliegt. Er darf aber nicht da rausfliegen. Es hat gerade auf der Testing World auch perfekt funktioniert. Okay. Er ist gespawnt. Bitte sag mir, er buggt da drinnen und fliegt jetzt nicht hier hin und her. Hallo. Ich glaube, er buggt da drinnen. Es funktioniert. Okay, alles safe, Leute. Alles easy. Zack. Ah, und da ist unser Stern. Nummer 1 von vielleicht 64, die wir hoffentlich dann haben. So, der müsste jetzt, der tötet sich eigentlich selber. Ich müsste nicht mal draufhauen. Aber der tötet sich so langsam, da haue ich lieber mit drauf. Wir haben einmal einen Part gemacht, das ist gar nicht mal so lange her. Da haben wir irgendwie 12 Wither oder so gespawnt und ich bin mega verzweifelt, weil das eine absolute Katastrophe war. Ich hätte die einfach hier töten können. Das wird eine ganze Menge. Wie gesagt, 64 habe ich vor zu töten. Schauen wir einfach mal, wie es läuft, würde ich sagen. Und dann haben wir wirklich 64 Wither getötet. Dass ich das jemals in diesem Projekt machen werde, hätte ich echt nicht erwartet. Aber wir haben es geschafft. So Leute, ich habe mich jetzt hier drum gekümmert. Wir haben jetzt ein Stack Nedersterne und wie wahrscheinlich viele wissen, brauchen wir für Beacons auch eine ganze Menge Obsidian. Und wir haben tatsächlich hier im End genug Obsidian. Heißt, ich baue jetzt erstmal 3 Stacks Obsidian ab. 3 Stacks. Das wird ganz viel Spaß. Genau. So Leute, wir haben jetzt jeglichen Stuff zusammen, alle Beacons
Und ich mache jetzt einfach 64 Beacons. Irgendwie ist das so. Bei 64 Beacons ist, finde ich, schon eine Menge. Und ja, ich crafte die jetzt einfach. Zack. Einmal 64 Beacon in meiner Tasche. Und wir haben auch noch alles, um noch mehr zu machen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, perfekt. Ihr seht ja hier, wir haben ja da den Berg abgebaut. Genau. Und das von da bis nach da hinten ist ja unsere Fläche. Der Berg muss weg. Das muss alles gerade gemacht werden. Und dafür brauche ich überall Eile 2. Heißt, ich werde die 64 Beacons jetzt hier ordentlich verteilen. Einmal so. Ich denke mal, ich muss 3 Reihen machen. Ich glaube 6 Beacons pro Reihe und das 3-mal. Und dann müsste die komplette Fläche mit dem Eile 2-Effekt ausgebaut sein. Und danach fange ich an, dort die Fläche zu begradigen. Und dann denke ich mal, wird der Berg da abgebaut. Also wir haben noch eine ganze Menge Arbeit vor. Also das ist viel zu viel eigentlich, what the fuck. Ich muss noch Eisen aus dem End holen, um Eisenblöcke zu craften und die werden dann halt eingesetzt als für die Beacons. Ja, und dann geht's ran, der Berg hier, das muss komplett weg alles. Das alles hier, ich freue mich da richtig drauf, huhu. Aber ich glaube, am Ende lohnt sich diese ganze Arbeit, die wir hier reinstecken, sowas von hart. Aber mal sehen, ich mache jetzt erstmal die Beacons. Also wenn ich eins weiß, dann, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Wie es weitergeht, wie die Fläche mit den Beacons aussieht, ich bin so unfassbar hyped. Das seht ihr in der nächsten Folge in 7 Tagen. Schon ein beschissener Cliffhanger, oder? Ich hoffe, wir sehen uns dann. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal.